Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf dem Hypixel-Server auf meiner kleinen Skyblocks-Insel. Der Typ ist voll. Ich wollte ja eigentlich gestern schon eine Folge bringen, ne? Wollte, denn mir ging's kacke und ich lag den ganzen Tag im Bett. War jetzt nicht unbedingt das, was ich machen wollte, aber hey. Habe ich abgegradet? Sitzt mit mir. Ja, ist es. Cool. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Nee, warte mal. Okay. Wo war ich zuletzt? Ich glaube, ich habe kein Holz mehr. Doch. Weil ich würde gerne eine Kiste basteln. Schnell eine kleine Kiste. Ich habe mir jetzt gestern noch, bevor es mir komplett übel ging und ich irgendwo lag, wo man nicht liegen sollte, und zwar im Bett, habe ich noch mir Dings besorgt. Wie ist es? Hausflipper und Gartenflipper. Macht voll Spaß, das Spiel. Und ich werde vielleicht mal deine Kleinigkeit zubringen. Schau mal, vielleicht mal ein bisschen streamen. Wer weiß. Ich habe auf jeden Fall mega viel Spaß an dem Drecksspiel. Und ich weiß nicht, wieso. Es macht einfach hammer viel Spaß. So, und heute müssen wir, damit wir mal hier irgendwie was vorankriegen, Holz sammeln. Damit wir hier noch ein Holztyp hinstellen können. Damit wir Holzplattformen bauen können. Damit wir eine Hütte aufstellen können. Weil der Typ, warte mal, der da vorne ist wahrscheinlich auch schon voll. Moin Werner, moin Jerry, was geht? Ich habe ein Zettel nachbekommen. Noch mehr Cobblestone, reicht es schon? Probieren wir es einfach mal. Mir fehlen, wie viel? 12 Cobblestone, das ist nach Mathematik 1, 2, 3 zu viel. Habe ich keinen Bock zu. kann der Typi hier schön selber machen? Wie weit bist denn du schon? Bis bei 1, okay. Würfel stellen ab. Hui! Und schauen mal, was sich hier drüben abspielt. Rip, wir sind hier. Moin Leo, was geht? Moin Tom! Ich habe 140, warte mal. Wie viel kostet so eine scheiß Axt? 100 Coins. Ich hätte mir natürlich auch so eine kaufen können. Aber okay. Ist ja wurscht. Wo ging's nochmal zum Holz? Hier ist die Kohlemine, brauche ich nicht. Farm brauche ich auch nicht. Wo sind hier die scheiß Schilder? Was ist das? Auktionshaus? Hier gibt's ein Auktionshaus? 99 Millionen Coins. 0 Bits, 3 Days. 12 Millionen Coins? Für ein Stück Kohle? Wie kann man für Charcoal 12 Millionen Coins verlangen? Okay, die ist schon nicht schlecht. How the creator tool breaks blocks. Okay. Aber warum? Seller VIP Epic Minecraft Guy. Das Ding ist keine 12 Millionen wert. Na guck mal, da ist selbst so ein Diamantschwert, was, keine Ahnung, alles mögliche drauf hat. Billiger als Kohle. Holzkohle. Wer kauft sich so für teures Zeug was? Was gibt's denn da oben noch? Ach du heilige Scheiße. ...6,2 Millionen... ...6,3 Millionen... ...6 Millionen... Alter, sind das alles Geldscheiße hier? Also, schaut mich an! Okay, schaut mich nicht an! Schaut weg! Das hier ist... Wenn ich das ganze Geld hätte, wäre ich ja hier... Profi-Miner und so Zeugs, ne? Warte mal, wo war ich? 5? Aber ich hab nicht so viel Geld! Warum wollt ihr so viel Geld? Woher habt ihr die ganze Kohle? Ich will auch... 1000 Leben! Was? Okay, warte mal, zurück zum Business. Wo war die Scheiße? Wollte gerade sagen, die Karte schaut irgendwie leer aus. So, wir sind hier. Da ist Weizen. Da ist die Kohlemine. Da hinten ist Holz. Also nach, Marktplatz? Schräg über den Marktplatz rum. Also nach da. Okay. Dann hüpfen wir mal schnell nach da.
Mir scheißegal gerade. Ich habe ein Schwert bekommen. Cool. Right. Speed Boost. Warte mal, was? Was? Ich habe mehr Leben gerade bekommen. Was soll. Oh, was? Not enough Mana. Not enough Mana to do that. Woohoo! Forest. Can I forest now hier oder was hier? Also kann ich jetzt hier an den nächstbesten Baum gehen und da ist ein Zombie. Den können wir gleich mit unserem Roots Short hier aber richtig schön auf die Fresse geben. Ihr könnt mir nix. Bye, Bitches. Das ist das, was ich gefangen habe. Du stirbst jetzt. Was? Wow! Wuhu! Ey! War meiner! So, okay. Wieder back to business. Ich brauche einen normalen Baum. Ich hasse diese riesigen Bäume. Der da schaut doch gut aus. Den kann ich sicher fällen. Geht doch. Jawohl, kann ich jetzt so ein Hiopai machen, der Bäume fällt? Get double locks. Ah, schön. Ich habe schon wieder mehr Kohle. Ich kriege immer mehr Kohle, ohne dass ich was tue. Das ist ja mega cool. Warte mal. Wie ging das nochmal? Hier. Menü. Recipe Book. Wo ist denn die scheiß Axt? Farming, Mining, Complete, Fishing, Foraging. Haven't unlocked the recipe yet. Talk to the Lumberjack. Lumberjack, wo bist denn du? Bist du oben? Herr Lumber? Hallo? Nö, hier ist auch nicht. Du knallst jetzt nicht durch die brave Tür. Ah, da vorne. Ich bin eiskalt vorbeigerannt. Moin, Werner. Was geht? Timber, my woodcutting assistant has fallen quite ill. Do you think you could take over for him? I just need to chop down some logs. If you do, I will give you the old... Was? You his old axe as a reward. Talk to Lumberjack. Thank you. Take this sweet axe. It's just a sweet that it drops. That it drops was? That it drops apples from logs sometimes. If you got a knack for wood, could you get some birch planks on the floating islands? My association will be there waiting for you. He will reward you in coins if you're up to the task. Okay, also ich muss zu den Floating Islands. Und was für eine Axt habe ich bekommen? Nicht im Ernst, oder? Du willst mir gerade sagen, dass ich mit der scheiß Axt hier... Nee, mit der Axt hier, wenn ich einen Baum fälle, vielleicht Äpfel rauskrieg. Wann das für ein Schmarrn? Finde ich geil. Da kam er! Da kommen Äpfel! Da kommen echt scheiß Äpfel raus! Ich hab gedacht, das wäre Verarsche. Aber da kommen ja echt Äpfel. Wer schießt denn da dauernd? Okay, aber lasst uns mal weiter Richtung Inland gehen. Ausland. Richtung dem Hiopai. Und ich muss mich entschuldigen, wenn es im Hintergrund zwischendurch knallt. Der Nachbarbauer denkt sich gerade, er muss eine Betonmauer kaputt machen. Und ich kam auf die schlaue Idee, währenddessen zu Videos zu machen. Ja, da bin ich gut. Hui! Birch Island! Wollte gerade sagen, da lande ich aber kacke. Birch Blink. Moin, Charlie! Ich glaube, ich muss mit dir reden. Collect Birch Logs. Birch Logs. Kein Problem, Werner. Mama. Sollte ja nicht so lange dauern, oder? Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es nicht so lange dauert. Eieieiei. Wie kriege ich den Hiopai eigentlich fürs Farm, für Holzfarm? Kann doch gar nicht mal so schwer sein, oder? Warum lässt man echt die Stomps, die unten sind, liegen und die von oben nehmen? Naja.
Ob man den Hyopar jetzt schon bauen kann? Ich brauche rein theoretisch nur eine Axt. Ja, das ist auch nicht mehr. Scheißegal. Die Bäume wachsen eh nach einer Zeit nach. Ich habe schon 40, das ging aber flott und es wird auch schon wieder dunkel. Ich versuche heute mal die Helligkeit ein bisschen hochzudrehen bei dem Video und hoffe damit, dass ich irgendwie es hinkriege, dass ihr in der Nacht was seht. Weil die Nacht ist echt grausam, habe ich gemerkt im Video, nachdem ich es mir online angeschaut. Ja, Birch Minion. Ich will kein Birch Minion. Ich will einen fucking normalen Oak Minion. Ich liebe Oak. Ich hasse Birch. Okay, ich könnte natürlich einen Birch Minion machen, um die Abwechslung reinzukriegen. Aber hey. Dafür bin ich jetzt auch nicht da. Fäll den mal. Wie gleich denn mittlerweile? Nicht so viel, wie ich bräuchte. Oh, talk to Charlie. Mir scheißegal. I'm talking to Charlie. Excellent. Being wood. If you... Wow. God. Wenn wir zurück traveln. Traveln. Reaching fighting level 5. Was? Alter. Dann aber mit Birch. Oak. Ich wollte gerade sagen, da vorne ist ein Zombie, dabei war das ein Mensch. Kann ich... Was bringen mir eigentlich Apples? Sind die für irgendwas gut, oder... Jawohl, jetzt kann ich den Oakman hier machen. Wir krabbeln trotzdem mal den Baum ab, weil den werden wir sicherlich noch brauchen. Ich habe ja eine Stone Axe, schon geil. Oder rein theoretisch kann ich ja jetzt direkt hier vorne nehmen. Ich vergesse es ja jedes Mal wieder. Ich muss hier in Crafting Table. Zack. Und außen rum. Nicht genug. Schade. Jetzt wieder mal im Inventar. Ja. Wir müssen noch mal ein bisschen Holz fällen. Warum? Ich habe eine scheiße geile Sweet Axe. Warum soll ich nicht meine Sweet Axe verwenden? Und verliert das Zeug nicht Haltbarkeit irgendwie? Also ich brauche mindestens, keine Ahnung, wie viel. Das versuche jetzt einmal so viel zu sammeln, dass das auf jeden Fall reichen sollte. Sollte ja nicht so schwer sein, oder? Rein theoretisch. Ich schau mal, ich versuche jetzt, nachdem ich das Video hochgeladen habe, ich hoffe mal, dass ich es heute zum Stream schaffe. Wäre eigentlich mein erwünschtes Ziel. Ich verspreche aber nichts, weil wenn ich was verspreche, dann muss ich es einhalten und dann bin ich zu doof dafür. und ich weiß nie, wie meine Internetverbindung ist, deswegen weiß ich nicht, ob es funktioniert. Letztes Mal habe ich Farm Manager gestreamt und dann hat mein Internet zwischendurch gesagt, nur keinen Bock mehr. Oak Leaves Trader. Habe ich nur einen Trader freigeschaltet oder was? So, okay, nochmal. Versuch Nummer 2. Wir machen jetzt hier das Recipe Book auf. Hier so. Außenrum The Birch. Dann nochmal The Birch. Habe ich irgendwas an dem scheiß Rezept falsch verstanden? Foraging. Birch und der Oak. Oak Minion? Ah, mit Namen. Hätte ich mal doch auch irgendwie denken können, oder? Okay, nochmal von vorne das Ganze. Den ganzen Chase brauche ich ja eh nicht. Nehmen wir mal zack. 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 Holzäxtle. So. Jetzt nehmen wir das Holzäxtle. So. Da rein, so, Oak Minion. Perfekt, jetzt haben wir einen Oak Minion für daheim. Dann bedeutet, ich habe 600. Wo habe ich jetzt die scheiß 600 her? Okay, man kriegt echt viel Geld. Ah, ich gehe nochmal zu einem Trader am Markt und schau mal, wie viel die Apples wert sind. Oh, ist der schnell, der Zombie-Villager. Heilige Scheiße. Moin, moin. Ich muss mal kurz zum Dorfplatz. Das ist, was ist das? Bartender. Oh, ein Bartender. Bin mir gerade wurscht. Ich will nur schauen, wie viel diese Apples bringen, weil davon habe ich 33 Stück und ich habe keinen Plan, was ich mit Apples anfangen soll, wenn ich eh nichts essen darf. Fish Merchant. I'm a fish trader. I buy and sell fish, road and treasures you can find. Click to open my fisher menu. Was? Der ist 100 wert? Also wenn ich das verkaufe? Oh, finde ich super.
Was soll ich mit der Scheiße? Die kostet 100, da könnte ich mir eine Angel kaufen, könnte ich fischen gehen. Armor Smith, Worry nothing. Ich könnte mir rein theoretisch 120, 200, 400, das könnte sich gerade so ausgehen, ne? Das ist voll ausgegangen, cool, ich hab den... Einfach übertrieben, aber scheiß drauf, ich hab jetzt 101 Defense. Könnt mich alle mal. Ich gehe nach Hause. Tschüss. Jetzt weiß ich, für was wir Kohle bräuchten. Komm ich aber früh drauf. Mir ist gerade so eingefallen, man könnte ja mit so einem schönen Dingelbummel. Erstmal können wir jetzt hier nochmal eine schöne Schaufel machen. Damit wir das einmal auf dasselbe Niveau hier bringen. Dann stellen wir diesen Aufnehmen auf. Dann kommt er in die Ecke hier und dann habe ich mal Ruhe. Dann tue ich nicht das Video schnibbeln. Schnibbel, schnabbel, schnibbel. Werde ein bisschen die Helligkeit hochdrehen, so dass es man das Gefühl hat, dass es dann noch sieht. Weil ich sehe gerade was, aber ihr würdet, wenn ich gleich nichts hochdrehen würde, gerade nichts sehen. Bin mir nicht sicher, aber ich bin mir da... Ich bin mir jetzt... Moment. Ihr bleibt auf eurer Insel, ich bleib hier, okay? Deal? Wir können alle damit gut leben, okay? Du hast hier nichts verloren. Bye, bye. Ja, er bald pflanzt, okay. Bedeutet er, wir haben... Oh Mann, scheiße, ich muss noch mal einmal nach drüben. Wespe! Leute, ich habe ein Problem. Ich habe eine Weste vor meiner Nase. Spielen. Spielen und vor Angst sterben. Okay. Alter, wir haben jetzt irgendwas für ein Idiot das ist. Wo ist die überhaupt hin? Ich habe keinen Plan mehr, wo die Weste ist. Aber die ist gerade echt original einen Meter vor mir geflogen. Ich habe echt kurz mein Leben an mir vorbei. Fliegen sehen. Was denn das für ein Bumm? Okay. Naja, auf jeden Fall, Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao! Everything changes.